und zwar die für Geringverdiener. Künftig soll es eine Grundrente geben, die aus Steuern finanziert werden soll, für alle, die 35 Jahre alt sind. Aber wir gehen wieder erwähnen, mal unabhängig jetzt von den politischen Positionen. Um 100 Euro pro Monat könnten zugeschossen werden. Das wäre insgesamt ein Milliardenbeitrag aus der Haushaltskasse. Ist das überhaupt realistisch? Also das ist ein irrer Kraftakt, das hat der Arbeitsminister Heil ja selber gesagt, er rechnet ja mit 4 bis 6 Milliarden Euro pro Jahr. Und jetzt haben wir auch erfahren, dass der Finanzminister Olaf Scholz dann berechnet, dass man in den nächsten Jahren im Bundeshaushalt einige Milliarden Löcher haben wird. Erfallen jetzt diese teuren Rentenpläne von seinem Parteikollegen Bertelsheim natürlich schwer ins Gewicht. Da muss man nochmal richtig gegenrechnen, aber es wird sehr schwer, das zu finanzieren. Ist es denn mit seinen Vorschlägen die Grundrente wird kommen, die wollen beide Seiten, Union und SPD, die steht drin im Koalitionsvertrag. In dem Vertrag steht aber auch drin, dass es bei dieser Grundrente eine Bedürftigkeitsprüfung geben soll. Die hat Hubertus Heil bisher nicht geplant. Die wird meines Erachtens kommen müssen, wenn sich beide Seiten einigen wollen. Aber eins ist auch klar, Union und SPD sagen, wenn Menschen jahrzehntelang gearbeitet haben, die müssen sie nachher mehr Rente haben als Grundsicherungsniveau. Deswegen wird die Rente kommen. In welcher Form? Vielen Dank, Stefan Berkin, WDR Berlin, zu den SPD-Vorschlägen einer Grundrente. Die Krise in Venezuela spitzt sich weiter zu. Staatschef Maduro weigert sich bislang, Neuwahlen auszurufen und stellt sich damit gegen große Teile der internationalen Gemeinschaft. Auch Deutschland hat in einem Ultimatum gefordert, dass Maduro den Schritt hin zu neuen Wahlen in Venezuela macht. Das Ultimatum ist verstrichen und Deutschland hat soeben den Oppositionspolitiker Juan Guaidó als Interimspräsidenten Venezuelas anerkannt. Damit reiht sich Deutschland in eine Reihe von EU-Staaten. Andreas Mauer, nicht nur Frankreich betrachtet Juan Guaidó jetzt als Interimspräsidenten, auch Schweden. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten mit Michael Müller. Nach Informationen der Bild-Zeitung fehlen im Bundeshaushalt